Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Kallis Kochstudio mit Rainer Kallmund und Axel Schulz. Ach, herrlich. Danke. Danke, dass Sie das geschafft haben, hier heute Abend am Einzelschalten. Axel, kommst du mal kurz rüber? Ich möchte dem Publikum heute Abend mal zeigen, wie man einen leckeren Salat macht. Ja? Ich habe den Salat selber erfunden. Das ist ein Salat, mit dem habe ich in 3 Monaten 500 Gramm abgenommen. Ja? Doch so viel. Das ist Kallis Salat. Ja? Das heißt Salat à la Kalli. Oder wie man in Leverkusen sagt, der Vize-Salat. Ja? So, jetzt mache ich hier. Erstmal brauchen wir, kennst du dich aus mit dem Kochen? Das Logo. Immer, ne? Immer. Ja, Entschuldigung. Sollte so, das so sein? Ja. Wir nehmen für Kallis Salat, ich steige das mal kurz. Ja? Für Kallis Salat brauchen wir 2, 3 Blättchen Salat. Fein gerupft vom frischen Kopf. Ja? Und dann tun wir was rein, Axel? Salatöl. Genau. Ein bisschen muss man aufmachen, eine Flasche, 2, 3 Blatt Salat, ja, und dann nehmen wir ein kleines bisschen Öl, ja, ein kleines bisschen Öl dazu, ja, ein kleines bisschen, damit der Salat auch schmeckt, ja, damit er nicht zu trocken, den Jaumen runter geht, ja, sonst im Endeffekt schmeckt es nicht, ne? So, nehmen wir eine Flasche, Entschuldigung, 2 Flaschen, das ist Kallis Salat, ja. Lecker, sehr lecker. Was ist der Axel Schulz denn so normalerweise? Jetzt fange ich damit an, glaube ich. So, jetzt sind wir gleich fertig. Eintunken, Moment, oder? Moment. Jetzt haben wir den Kallis Salat. So, das haben wir fertig. Jetzt brauchen wir, was braucht ein guter Salat? Noch? Noch ein Fläschchen. Nein, der gute Salat braucht noch Croutons. So. Guck mal, ein paar Croutons in Kallis Salat rein. So, lecker. So, und dann haben wir noch ein bisschen umrühren. So, und dann tun wir noch zum Abschluss. Und das macht den Pfiff aus, ja? Tun wir zum Abschluss noch ein paar Speckwürfel rein. So, kleine Speckwürfel in Kallis Salat, ja? So. Ja, ist lecker. So, und jetzt rühren wir dann 1, 2 Mal um. Ja, herrlich. So, Axel, und jetzt probieren wir das mal, ne? Aber ein Blättchen nur, oder? Ja, ein Blättchen, Axel, bin ich gespannt, ob dir Kallis Salat schmeckt, ja? Kommt ein bisschen Söschen dabei, ja? Bisschen schick. Ach, Entschuldigung, ich hab das Wichtigste vergessen. Oh. Ich hab das Wichtigste vergessen. Kallis, die Krönung für Kallis Salat ist natürlich lecker Bratensoße. Ja, für Kallis Salat. Und fertig ist Kallis Salat. Ist ein lecker, Axel. Sieht lecker aus, ja. So, möchtest du mal probieren? Schinken. Ja? Nein. Möchtest du nicht? Nein, danke. Später. Was soll das heißen? Du machst Kallis Salat nicht? Davon kriegst du einen Durst und dann trinke ich so viel hier. Ah, verstehe, Jutta, lass mal das sein. Ja, das war Kallis Salat. Ja, vielen Dank, wenn es dann das nächste Mal heißt in Kallis Kochstudio. Jetzt machen wir Suppe.